Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und da wir Wochenende haben, jetzt neuerdings zu einer Runde. Wo guckt ihr denn hin? Kreativ. Mit dabei die Kuh, die Jenny, der Willi und die Juju. Oh, die einzige, die sich treffen kann. Hallo! Hi! Hi! Hallo! Und wir dachten uns, wir bauen hier. Oh, Entschuldigung, hab ich dich wehgetan? Ja. Geht mir leid. Oh. Die Kuh, ne? Dafür nimm diesen Creeper. Oh, cool. Okay, um jetzt nicht die anderen Leute zu beeinflussen bei ihrem Tag-Nacht-Rhythmus, kann ich euch nur empfehlen, ich habe den Chat ausgestellt und das ist natürlich jetzt doof. Warte mal. Ich habe eine Leuchtkugel in der Hand. Schauen, da gibst du in den Chat ein /p-time. Also slash alles andere geschrieben, /p-time und dann day. Und dann kriegst nur du als Spieler. Nee. Nicht was, ungültiger Befehl steht da. /p-time. Alles aneinander. /p-time-day. Ah. Oh, es ist Tag. Oh, das ist jetzt nur für dich. Warum ist bei dir Nacht? Weil ich Night eingegeben habe. Warum hast du Night eingegeben? Warum nicht? Und wir dachten uns, dass wir hier, wo wir gerade bauen, wir bauen ja quasi an dem nächsten Community-Event-Bereich und das ist da hinten an diesem lustigen Turm, den Jenny und ich schon mal vorbereitet hatten, so leicht. Aber dachte, Jenny hat ihn vorbereitet. Genau, das hier wird sozusagen dann der zweite Point of Losrennen. Ja, das genau. Heißt, da fliegt die Kuh einfach in die Luft. Wo ist die Kuh? Okay. Auf jeden Fall hatten wir nämlich das hier schon gemacht. Das ist nämlich so der erste Abschnitt davon. Das Ganze wird dann viermal so groß werden. Denn wir haben uns überlegt, wir bauen einen Tower, in dem man nach oben kommen muss, wo wir dann Fallen reinbauen. Und alle Ebenen werden dann immer noch einen gewissen Boss haben, der dann vielleicht einer von uns ist, der euch dann da gewisse Fallen nochmal stellt. Und das hier ist immer so ein Weg. Also das hier bis einmal nach oben, also komplett einmal umrundet, ist eine Ebene. Da kommen dann noch so ein paar Fallen rein, die wir noch machen jetzt dann. Und danach dann hätten wir hier oben quasi die nächste Ebene und hier wäre dann der erste Bossraum quasi. Und dieser Weg wird dann leichter sein. Genau, und da überlegen wir jetzt nämlich, wer der erste Boss sein möchte und der kann dann zum Beispiel der Hendo als Beispiel sein, der euch dann versucht mit Pfeilen wieder nach unten zu schießen zum Beispiel. Ich bin die Kuh. Ja, dann halt die Kuh, die euch ich versucht mit ihren Pfeilen nach unten zu schießen. Wir müssen dann nur gucken, Jenny, kannst du das Ganze dann nochmal copy-pastern, damit wir es noch heute nach oben bekommen? Natürlich. Copy und paste! Also, wir müssen halt gerne mal gucken. Dann musst du quasi, weil ich überlege gerade, wie lang der Gang quasi ist und wie wir das machen wollen, ob wir da auch eine Pause reinmachen. Also, dass man sagt, hey, da werden die ganzen Leute erstmal kurz pausiert. Pausen gibt es hier nicht. Ja, aber das heißt, du willst direkt sagen, dass dann hier die Leute direkt weiterlaufen und der Hendo quasi hier auf der Ebene steht und jeder, der hochkommt, wird halt dann quasi runtergeschubst. Ja. Okay. Das soll wahrscheinlich auch ein bisschen anspruchsvoll sein, genau, ja, wieder klar, unten das Jump'n'Run. Genau, also mach mal quasi so, Hendo, dass du dann einfach deine Ebene hier nimmst und die, also du, wenn du der erste Boss sein willst, hättest du quasi dann diese Ebene, wo ich jetzt hier oben, also die oberste Ebene, die hier gerade ist. Das ist die erste. Bist du das eben? Ich bin da, wo die Juju gerade ist. Ja, du bist die Jenny. Ah ja, stimmt, ich bin die Jenny, stimmt. Ich sehe gerade aus wie die Jenny, ja, und dann muss ich mal /UD machen, so. Das passt. Okay, ich hab's vergessen, dass ich ja die Jenny bin. Auf jeden Fall müsstest du dann hier quasi bis zum nächsten Aufgang. Also, vielleicht einfach mal. Was macht. Ist die Julia nicht nur da hier, um abgeschossen zu werden? Julia, möchtest du denn der zweite Boss sein? Ja. Dann musst du dir also musst du dir was überlegen, um die Leute aufzuhalten. Das war zu nett. Kannst du mal bitte böse sein? Ich kann nicht böse sein. Du kannst es zwar das heißt so, machen, ja! Du kannst es zum Beispiel so machen, du kannst dir dann so 5 Türen hinmachen, dann machst du hinter jede Tür eine Lavagrube und machst hinter einer nicht. Und wenn jemand dir eine Frage beantwortet, muss er halt in die Tür reingehen. Wenn die falsch war, dann geht er in die Lava oder so. Das ist kompliziert. Ja, du kannst einfach ihn abschießen. Gibst ihm eine Frage, wenn sie richtig beantwortet hat, dann darf er weitergehen, wenn nicht, schießt du ihn ab. Falsch. Und was für eine Frage? Musst du dir doch überlegen. Nee, das ist einfach. Du bist ein Floorboss. Das heißt, du musst dir überlegen. Nein, du kannst generell irgendwas machen. Hendo will einfach nur die Leute runterschubsen. und das ist einfach ganz simpel. Und du überlegst jetzt einfach was, wie du die Leute auf. Oh, der Turm. Was soll das? Also, das einmal jetzt doch. Genau, Jenny, das müsst ihr jetzt insgesamt viermal machen. Viermal. Der Turm hat 4 Ebenen, das heißt, jeweils immer 2 von diesen Bereichen ist eine Ebene. Oh, voilà.
Da wir, und die vierte Ebene muss dann ganz oben sein und da muss dann der Schatz sein. Das heißt, die Leute müssen auch entsprechend natürlich etwas weiter nach oben kommen. Damit ist dann halt quasi jeder dann verantwortlich hat für seinen Bereich. Und was ist der Schatz dann? Das ist doch jetzt egal, das überlegen wir uns noch. Also muss den auch jeder selbst bauen, den Bereich? Nö, aber das wird jetzt natürlich jetzt, das macht das Ganze leichter. Also wenn jeder so seine persönliche Note reinbaut, finde ich das halt ganz, ganz angenehm dann. Dass wir sagen... Du Frau Pelz. Wir sagen, wir machen halt unten nochmal den Eingangsbereich dann rein, da kann ich ja mal gucken. So, dass ich da schon mal so ein bisschen dran rumbaue. Vorsicht. Im Eingangsbereich. Und dann kann quasi schon mal der Hendo schauen, dass er dann halt seine Ebene baut. Dann kann sich die Julio schon mal die nächste Ebene nehmen, so kommen wir einfach schneller voran. Wenn jeder seine Ebene baut. Okay, und bei mir gibt's halt so ein winzig kleines Unterwasser-Spektakelzentrum. Also ihr könnt euch das dann später so vorstellen. Ihr spawnt, also wo ihr genau spawnt, wissen wir noch nicht. Aber ihr spawnt auf jeden Fall irgendwo inmitten von diesen drei Türmen, die dann zu dem Zeitpunkt, in dem ihr hier spawnt, wesentlich dunkler sein werden. Oben drüber, über diesen Türmen, also in der Mitte sozusagen, wird dann dieser minimal hohe Tower auf einer riesigen Wolke sein. Genau. Warte. Und euch die Sicht sozusagen nach unten hin versperren. Bitte. Ja. Wir haben ein Problem. Was denn? Die maximale Oberbaugrenze erreicht. Bei wie viel hast du nur kopiert? Das Ding. Warte, es sind jetzt 1, 2, 3,5. Dann haben wir es doch fast. Dann mach doch das obere, lass doch das obere so und mach eine Ebene noch drunter, geht das? Ja, aber du musst doch bedenken, wir müssen das hier noch drüber schweben lassen. Wir müssen das so irgendwie schweben lassen, wir müssen es doch über eine Wolke. Dann machen wir halt nur drei Ebenen. Dann haben wir den Tower mit den drei, fast vier Bossen. Wie High Farmy. Man kann ja oben drauf so eine Plattform machen, wo dann halt der Big Boss ist. Ja, genau. Das ist dann. Wie sind das übereinander? Genau, drei, das passt schon. Das sind so drei komplette drei Ebenen, Also. Drei Ebenen plus noch oben nochmal das Finale dann. Ach, Mann, ich raste komplett aus. Ist doch voll dumm. Mach das. Wir müssen das halt gucken, dass wir dann schauen, dass wir die unterschiedlichsten Ebenen, dass wir dann dazwischen dann immer nochmal halt so eine Challenge machen und dann geht's dann halt wieder hoch. Ich bin dann am Überlegen, ich würde sagen, wir machen das dann jede Ebene als. Wollen wir jede Ebene als Safe-Punkt machen oder machen wir dazwischen ein Loch, wo man ganz wieder runterfallen kann? Wäre das zu unfair? Oh, das ich glaube, so ich würde jede Ebene als Safe-Punkt machen. Okay. Ja, so, weil so momentan, so wie es jetzt ist, würde man halt auch sterben. Da müssen wir überlegen, ob wir halt um den Punkt einen Wasserbereich machen, dass man das überleben kann, wenn man runtergehauen wird. Ja, das passt schon. Es kommt bei der ersten Ebene keine Vorbereitung. Überleben ist doof. Ja, die Kuh schon, regelt das. So. Passt das denn jetzt von den Umkreisungen? Also ist es jetzt einheitlich? Ja, also ich fand das eben so, wie ich es gesehen habe, sah es eigentlich gut aus. Okay. Ups. So, das heißt, wir haben Floorboss 1, Hendo, Floorboss 2, Julio. Wer möchte 3 sein? Hier. Willst du den dritten machen oder Willi, willst du? Ja, hier. Willi ist Floorboss 3, Jenny, willst du Big Boss sein? Ja, na klar will sie das, klar. Immer doch, klar. Ich sag nur eins, bei der Bewerbung liest man raus vor und Jenny direkt raus. Oh. So, aber nur wenn die Bewerbung echt nichts Ausschlaggebendes beinhaltet. Deswegen, Leute, wenn ihr durch die Jenny Autokorrektur durchkommen wollt, dann müsst ihr was richtig Professionelles schreiben. Sonst habt ihr keine Chance. Mal professionell reinschreiben. Genau, schreib professionell. Hier mal die so 70%. Ja, Hendo, das hier ist deine Ebene hier, Hendo. Ja, warte. So. Hier, wo ich das bin. Wir haben ja nur gerade eigentlich ein Problem, eines. Was denn? Jetzt meine Ebene, die hier drunter oder die hier? Weil ich sehe gerade, nämlich das Problem ist, dass die Treppen, so wie sie sind, perfekt aneinander passen. Ja, ist ja nicht schlimm, die können ja immer weiterlaufen. Du kannst ja einfach zwischendrin eben da reinnehmen. Ja, das ist ein bisschen viel. Nein, aber weißt du, warum das ein Problem ist? Weil Hendo soll ja seine Ebene verteidigen. Und wenn die dann direkt einfach die Treppe weiterlaufen können, ohne auf Hendo zu reagieren, ist das ein bisschen blöd. Ja, wir haben die Treppe ja erstmal so gemacht. Und die können wir ja dann nachträglich halt noch verändern, oder nicht?
Also ich würde halt normalerweise, kommt ihr mal kurz zu mir. Ich bin jetzt gerade auf der ersten Ebene, ja, genau. Weil schau, wenn hier nämlich die Leute hochkommen und Hendo quasi die Ebene verteidigt, wäre das halt clever, wenn die Leute hier rüber. Oh, das ist dunkel drin. Und Hendo hält sie. Was schießt denn hier? Ich schieße drin. Wenn Hendo quasi den, was zum Verteidigen hat, verstehst du, was ich meine, Jenny? Ich würde einfach fast überlegen, ob wir da nicht sagen, wir machen die Treppe weg und die Leute müssen dann quasi eine Leiter nach oben klettern. Echt jetzt? Wir, naja, nee, ich meine nicht die ganze Treppe weg, nur die auf dieser Ebene hier. Dass der Hendo auch eine Möglichkeit hat, das zu verteidigen. Ach so. Weil stell dir mal vor, die Leute kommen hier hoch, Hendo steht hier auf seiner Ebene, normalerweise müssten sie ja hier nicht, und die laufen einfach weiter. Ich muss hinterher laufen. Ey, bleib hier, ich bin der Endboss. Deswegen würde ich einfach sagen, Hendo steht halt hier, der Bereich hier wird halt entfernt, sozusagen. Mhm. Der Bereich bis vielleicht einfach bis hierhin. Hendo, und im Chat steht dann dauerhaft so Lappen. Ja, immer wenn einer schießt. Alle laufen einfach so weg und ich muss hinterher sprinten. Ja super, dann sprintet der hinter von jeder von den Floorboss und darf dann einfach die Leute hinterher rennen. Das wäre quasi sagen, wenn du hier hochkommst, dann quasi hier in dem Bereich die Challenge. Und dann muss man halt gucken, dass man eine Verbindung da oben hin macht, die dann halt ungefähr hier irgendwo in dem Bereich ist. Man sagt, entweder man macht eine Leiter, die dann hier nach oben führt wieder. Oder zu dem Bereich hier halt hier führt, Jenny, dass man sagt, man macht hier eine Wand runter. Oder so. Was meinst du dazu? Ja. Wie kommt man jetzt hier raus? Boah, es wird jetzt gerade dunkel. Was zum Teufel? Ja, irgendwie wird es trotzdem Nacht, Kanat. Nee, du musst für dich selber, du hast für dich selber einen anderen Rhythmus dann. Ja. Du musst für dich selber auch nochmal dann wieder Tag setzen, habe ich gerade gemerkt. Mhm. Dann geht das wieder. Okay, also das heißt, Hendo, du, damit du was verteidigen kannst, brauchst du dann quasi, kannst einfach dann, wenn du willst, dann dir hier so die Wand runterziehen. Leute dann, dass du dann da einfach Leitern dran machst und die Leute müssen da halt dann hochkommen. Dann haben sie es sogar noch schwerer, weil die kommen halt hier hoch. Ich hätte es idealerweise sogar, dass man hier hochklettert. An dieser Wand. Dass man sagt, man macht komplett das hier weg. Ja, das finde ich am besten. Ich mach das mal schnell mit. Man da die Rückwand quasi hochklettert. Aber das Dirt ist hier nicht wichtig, ne? Das kann man abbauen, oder? Ja, Vorsicht, das mache ich gleich weg. Genau, das Dirt ist nur von noch Überreste vom Kopieren. Ach so. Der Grünspan. Mache ich gleich mit dem Command weg. So ein Remove All Dirt Command? Schon einiges. Nee, aber Replace. Ah, okay. Okay, Hendo, also das wäre quasi die Wand nach oben. Mhm. Und ja. Die Rückwand und dann hast du quasi hier dann baut man da quasi eine Plattform hin. Mal noch kurz als Information für alle, die das jetzt interessiert. Wir müssen mal gucken, momentan haben wir nicht die nötige Kenntnis beziehungsweise die nötige Zeit, hier alles einzustellen, dass man hier tatsächlich auch was questen kann oder so irgendwie in der Art, aber wir haben vor, die ganzen Kleinigkeiten, die wir jetzt hier bauen, beispielsweise hier unten diese Höhle, die ich jetzt hier gerade am entwickeln bin, auch irgendwann zu nutzen im Sinne von Quests, wie die Minispiele, nenne ich es einfach mal, am Spawn, dass man zum Beispiel bei dem Schrumpel im alten Keller dann auch irgendwas findet oder so. Aber dafür fehlen uns noch die Code, ja? Jo. Okay, Hendo, also alles klar. Also hier ist dann die Plattform, wo es dann weitergeht. Mhm. Da macht man dann einfach, würde ich sagen, hier so
drei oder vier, damit die auch wirklich simultan hochklettern können, weil ansonsten ist es ja zu leicht für dich. Ja, ja. Wenn immer nur einer hochklettert, dann wollen die sich schon selber runterrollen jetzt machen. Warte, nee, den Block wollte ich dann. Achso. Sind jetzt alle weg? Alle Sachen, die da so drin rum? Ja, ja, ist alles weg, genau. Heißt quasi, das ist dann einfach deine Rückwand, die du verteidigen musst, und dann machst du dann halt noch hier so ein bisschen, kannst du noch deinen Bereich hier selber noch so ein bisschen einrichten. Sagst, du machst halt hier noch ein bisschen alles creepy, optisch oder so. Da hast du völlige Freiheit dann, dass ich den Eingangsbereich unten noch ein bisschen einrichte. Und dasselbe ist dann halt bei dir, Juju, dass du dir noch was... Bist du der Creeper? Mhm. Ach, ist ein Creeper gespawnt? Die spawnen hier die ganze Zeit, ist dunkel. Ja, okay. Da oben ist auch noch einer. Okay. Ja, kannst du hier nochmal bauen, Juju, gerade in dem Modus, wo du bist? Ist jetzt halt kein Game-Mode. Ganz normal. Nee. Oh, vielen Dank. Noch irgendwas? Hey, was machen die komischen Geräusche? Ah, ein Enderman ist hier. Was? Das bringt gerade alles. Nee, okay, also dann müsstest du quasi schauen, und ab hier ist meins, oder? Genau, das hier ist dann dein Bereich, und das ist dann dasselbe wieder mit dem Handy, dass wir die Treppe wegmachen. Und du dir halt irgendwann überlegen musst, kannst du schon mal grob überlegen, was du dann da vorhast, okay, in deinem Bereich verteidigen willst. Und bis wie weit die Treppe wegmachen? Das kannst du dir überlegen. Also deine Aufgabe ist nur, die Leute aufzuhalten. Wie du das Ganze machst, ist völlig dir überlassen. Einfach weg die Treppe. Und es geht bis hier hoch, ne? Bis zur nächsten. Genau. Okay. Das ist das. Und du musst halt quasi nur überlegen, also sie sollen schon noch ein bisschen laufen müssen, die Leute. Also, du kannst nicht sagen, du machst die ganze Treppe weg und weil auf den Treppen sollen schon auch noch so ein paar Fallen sein. Dass die Treppen nicht rein nur Treppen sind, sondern halt auch noch mal irgendwie so ein paar Hüpfpassagen und sonst wie was haben. Okay. Und dann diese Verstrebungen machen wir weg, ansonsten kann man sich da teilweise vielleicht dann retten. Weil dieser Turm wird voll gigantisch groß. Aber man soll ja auch ein bisschen laufen dann. Fabi, was hältst du davon, wenn diese Ringe, die da drin frei sind, mit Seelaternen gefüllt sind? Finde ich doch gar nicht mal schlecht, ja. Juju, ich gebe dir einfach mal Materialien, dass du hier nicht ganz dann gar nichts machen kannst. Ja, dann warte. Juju, stell dich mal gerade irgendwo hin, bitte. Und sag mir, wenn du irgendwo stehst. Ich stehe. Jetzt darfst du nicht mehr fliegen können, ne? Mhm. Jetzt dürftest du nochmal fliegen können, jetzt kannst du auch in deinem Inventar... Okay, gut. Ah, sieht das doch schon ganz geil aus. Also hier unten so der Startbereich, muss ich überlegen, bei denen am besten noch dann... Überleg, was ich da am besten für ein Reich vorne dran setze. Wird das dann immer... Oh, ich glaube, ich habe jetzt den Leiter weggemacht. Ups. Ach, das ist wieder. Was würdest du sagen, Jenny? Wird das dann von unten bis oben halt immer schwerer? Oder? Ja, was meinst du mit schwerer? Ja, von den Fallen her. Ach so, ja, nee, ich hoffe, das würde ich recht einheitlich machen, weil wir können ja auch, wenn der Hände hier alle am Anfang runterschießen will, dann wird das sowieso, ist der Anfang wahrscheinlich mit am schwersten. Also brauchen wir uns oben eigentlich gar keine Mühe geben, weil da kommt ja sowieso keiner an. Ja, der eine, der dann noch gerade noch mal so ganz am Verbluten ankommt, dann. Einfach nur mal dem gibst du dann noch so einen, genau, den schubst du dann noch mal so ganz leicht weg und. Oder ein sanftes Raus reicht schon. Raus! Jenny, ich müsste das nochmal abbauen. Ich könnte mir keine Leitern dran platzieren. Raus. Okay, ich bin weg. Schäm dich. Okay. 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 Ja.
heißt nichts Gutes. Nee, bei Frauen heißt okay nie was Gutes. Jetzt hat sie wieder ange... Weiß nicht, ob das ob von unten so ein Special-mäßig noch was am Eingang macht. Ich bin gerade... Oben das Lager. Ja, nee, das passt ja nicht so ganz, weil das tropft ja dann alles nach unten. Ne? Das hast du nicht vergessen. Dann können sie wenigstens dann schon mal unten rätseln, was sie oben erwartet. Genau, dann hört überall Schreie, gerade so schlecht. Was runter und alles. Und gerade wirklich schlecht. Was machst du denn? Ich wollte gerade einen Jump'n'Run, dass die auch von unten aus Nessie wieder hochkommen. Okay. Aus Nessie? Ach, du bist gar nicht so. Aus dem Flieder unten, nee. Welches Alter, denn? Das Lumi-Nessie so oder das andere Nessie? Dein Nessie. Alter, ich bin gerade so derbe inkompetent. Das ist unglaublich. Ja, hat funktioniert. Alles klar, so jetzt machen wir wieder normale Sprünge. Zwei Zaunsprünge reichen. Okay.